Ja, hallo Freunde von Dr. Bott. Ja, da ich hier gerade immer noch in meiner Garage sitze und über einige Dinge so nachsinniert habe, habe ich mir überlegt, könnte man ja mal ein Thema anreißen, wie soll ich sagen, Angelfachmärkte und die Größe eines Angelfachmarkts. Also ich muss euch aber berichten, ich habe mir ja das bei Moritz angeguckt in Kaltenkirchen, natürlich, weil ich das einfach mal sehen wollte. Und es hat mich einfach erschlagen. Es war sowas von groß und mächtig und vielseitig, dieses Angebot. Keine Frage, bestimmt kein schlechtes Angebot. Aber ich war jetzt einmal da, habe mir ein bisschen Zeit genommen, bin durch die Gänge geschlendert und ach, das ist mir einfach zu wahnsinnig. Und ich frage mich, muss dieser Gigantismus sein in Sachen Angelfachmärkte? Also ich persönlich lobe mir da eher so die kleineren Abteilungen. Also das ist nur meine persönliche Meinung. Da fühle ich mich einfach irgendwie besser aufgehoben, heimischer oder wie auch immer. Ja, ich weiß auch nicht. Dieses riesige Supermarkt-Feeling, also das hat mir gar nicht so gut gefallen. Sicherlich werde ich da auch noch mal das eine oder andere Mal hinfahren, weil man vielleicht mal das irgendwas Spezielles sucht. Ja, aber ich denke mal, wir sind ja schon ganz gut bestückt in unserer Region hier, Rendsburg, Kiel und Flensburg und so weiter. Da gibt es ja genug andere Angelmärkte, unter anderem Hagebaumarkt Rendsburg, den Fisherman's Partner in Kiel, Askari und wie sie alle heißen. Ne? Also man hat schon eine gewisse Auswahl und die Märkte sind dann auch meist mit ihren 200, 300 Quadratmetern, finde ich, groß genug, um sich dort mit allem einzudecken. Meine Meinung. Gut, ich wünsche trotzdem, dass es da in Kaltenkirchen funktioniert, weil es ist ja auch ein sicherlich großes Risiko. Aber andersrum haben die natürlich auch ein riesen Einzugsgebiet. Vermute ich mal. Ja, wie gesagt, mir hat es nicht so gelegen. Aber das sollen andere Leute entscheiden, ob sie da hingehen wollen oder nicht. Das ist dann auch ja, schwierig zu beurteilen. Gut, das wollte ich euch nochmal mitteilen. Vielleicht habt ihr da ja auch mal einen Kommentar zu oder so. Habe ich ja bisher nur einen einzigen gehabt bei meinen Videos. Wäre doch mal was, wenn ihr da mal euch zu melden würdet, könnte man ja mal drüber diskutieren, ob das unbedingt sein muss. Diese Größe. Alles klar. Alles Gute und bis bald, euer Dr. Bott.